Okay, erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich will euch was zu Cognitive Modeling erzählen. Das habt ihr ja wahrscheinlich euch im Titel schon gedacht. Und dazu ein paar Sachen. Als allererstes, wenn ich irgendwie, es kann gut passieren, dass ich Sachen irgendwie voraussetze oder vergesse zu erzählen oder vergesse zu erklären, weil ich irgendwie, keine Ahnung, denke, ich habe die schon gesagt, dann habe ich es doch vergessen. Meldet euch einfach. Ihr seid mit Sicherheit nicht der Einzige, der die Frage hat. Und lasst uns sie direkt klären, bevor wir weitergehen. Und ihr stellt irgendwie fest, hey, warum machen wir das gerade eigentlich? Warum haben wir hier irgendwelche komischen Zeichnungen an der Wand? Was bringen die uns? Genau, also traut euch einfach und dann klären wir das kurz. Da kommen wir bestimmt irgendwie hin. Dann nochmal so, möchte ich vorher noch so einen kleinen Disclaimer machen. Ich möchte heute euer Interesse für Cognitive Modeling wecken und euch ein bisschen erzählen, was das ist, dass ihr danach eine Ahnung davon habt. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder von euch danach in die Welt rausgeht und irgendwelche kognitiven Modelle entwickelt und evaluiert und irgendwie damit umgehen kann. Und es ist vielleicht auch nicht die einzig wahre Lösung oder so. Also es kann schon sein, das ist jetzt die Art, wie ich es kennengelernt habe bei uns an der Uni und ich schreibe meine Masterthesis in die Richtung oder so. Geht so in die Richtung, schneide das so ein bisschen an. Und genau, ich probiere euch quasi da, das ein bisschen näher zu bringen oder zu erzählen, was ich da mache und hoffe, dass es für euch spannend ist. Aber das ist vielleicht nicht die einzig wahre Lösung jetzt. Also wir können gerne dann darüber diskutieren, aber das kann schon sein. Genau. Okay, dann, was ist überhaupt die Motivation oder der Gedanke daran, warum Cognitive Modeling? Und zwar die Grundannahme ist erstmal, dass unser Gehirn ein bisschen aufgebaut ist wie ein Computer oder umgekehrt ein Computer wie ein Hirn, also komputational, dass wir kleine, einfache Recheneinheiten haben, die schicken sich elektrische Signale hin und her und deshalb durch diese Annahme, dass wir, okay, so ein Computer im Gehirn ist ein bisschen, wird dem Gehirn nicht gerecht, weil ihr werdet sehen, oder ich werde es gleich sagen, das Gehirn kann viel mehr eigentlich als die aktuellen Computer in vielerlei Hinsicht. Aber das ist so die Grundannahme, dass das beides vergleichbar ist und darauf basiert Cognitive Modeling. Und genau darum, ihr habt ja alle schon von neuronalen Netzen gehört, die waren ja auch, wurden so ein bisschen dadurch inspiriert, dass man sagt, hey, wir haben Neuronen im Hirn, warum funktioniert das im Hirn so gut, können wir nicht davon was benutzen? Und da wurden halt neuronale Netze entwickelt. Okay. Das ist ein Beispiel aus dem Paper, was ich nachimplementiere oder die Fragestellung, damit ihr mal so ein bisschen seht, was die Wissenschaft vielleicht so beschäftigt. Da war jetzt die Aufgabenstellung, dass Probanden irgendwas gezeigt bekommen, was sie vorher noch nie gesehen haben. Das ist jetzt hier halt ein Beispiel. Natürlich sind es Sachen, die wir kennen, aber es könnte halt auch was völlig Abstraktes sein. Das ist nur jetzt zur Anschauung halt was wir kennen. Und da ging es darum, dass die Menschen das zuordnen müssen. Und die Sache ist halt, wir können total gut erkennen, was sind denn die relevanten Komponenten davon und die wiederum abbilden und dann damit wieder das zu einer Klasse zuordnen. Und für Computer ist es aber so, wenn man denen ein Bild eingibt mit Pixeln, dann sehen die halt Pixel. Da sind Zahlen drin, das ist schön und gut, damit können die, wenn man es richtig modelliert, auch umgehen. Aber halt, was für uns selbstverständlich ist, dass wir da irgendwie erkennen, dass es aus verschiedenen Teilen besteht und dass wir vielleicht hier irgendwie, Kanten erkennen und halt einzelne Teile, Komponenten, das ist schon was, das können die Computer eigentlich nicht. Und das ist so, es ist einem vielleicht nicht bewusst, was unser Hirn die ganze Zeit macht, bis man sich damit beschäftigt und es mal probiert zu implementieren und dann feststellt, oh fuck, so weit kommen wir hier noch lange nicht, da brauchen wir ganz schön viel. Okay, und wer sich damit beschäftigt, ist die Cognitive Science hauptsächlich, also das ist die Kognitionswissenschaft. Die besteht oder ist halt nicht eine Wissenschaft an sich oder ist schon, aber die besteht halt aus Psychologie, Philosophie, Linguistik, Anthropologie, Neurowissenschaft und künstliche Intelligenz. Und das Ziel ist halt herauszufinden, wie die Prozesse in unserem Hirn ablaufen. Und dazu gehört Denken, Vorhersagen, Problemlösen, Entscheidungen treffen, lernen, wahrnehmen, sich in der Umgebung zurechtzufinden, planen, alles, also alles, was ihr euch vorstellen könnt, was unser Hirn so kann, darüber probiert Cognitive Science was rauszufinden. Und jetzt sind ja heute, oder vielleicht wisst ihr es, die Caro und ich studieren Psychologie in IT und heute sind auch ziemlich viele andere von uns da. Das ist nicht direkt Cognitive Science, sonst würde es so heißen, es ist Psychologie in IT. Und wir sind halt so vielleicht so hier ungefähr angesiedelt. Also wir hatten ziemlich viel Psychologie und künstliche Intelligenz relativ viel. Vielleicht noch ein bisschen in Richtung Neuro und halt weniger Philosophie oder Linguistik. Aber es wird jetzt umgewandelt, an der TU gibt es bald Cognitive Science. Und da ist halt auch die Annahme, dass Prozesse im Gehirn komputational dargestellt werden können, also auf Rechenleistungen basierend. Und die Idee ist nicht so neu, wie man vielleicht meinen könnte. Schon in den 70er Jahren wurde sich das überlegt oder entwickelt und das, seitdem wird es halt auch geforscht. Okay, und finde ich da ein gutes Zitat zu. A model is a lie that helps to see the truth. Wir probieren quasi herauszufinden, was das Gehirn kann,
indem wir Modelle entwickeln. Wichtig ist aber zu wissen, diese Modelle sind nie die Wahrheit, weil das sind immer Vereinfachungen. Wenn es halt ein gutes Modell ist, dann erfasst es die relevanten Parts und Aspekte und bringt die am besten noch in eine irgendwie richtige Verbindung zueinander. Aber ein Modell ist und bleibt halt einfach ein Modell. Wenn ihr euch irgendwie, also was ein Modell ist, ist euch, glaube ich, klar. Zum Beispiel irgendwelche Karten oder irgendwas anderes sind Modelle und die sind halt einfach immer, es sind immer Vereinfachungen. Und genau, die Herausforderung ist, irgendwie ein richtiges Modell zu entwickeln, was die wichtigen Parts erfasst und damit umgehen kann. Okay, so, die Folie ist ein bisschen voll, aber wir, kein Problem, wir gehen da gerade durch. Und zwar gibt es mentale Repräsentationen. Das heißt, also Ma 1982, wie ihr es auch schon, oder wie ihr seht, ist auch schon ein bisschen her, hat sich überlegt, diese Modelle, die gibt es auf verschiedenen Ebenen in unserem Hirn. Die sollten wir unterscheiden, damit wir da besser forschen können. Und zwar gibt es die erste Ebene, die oberste, die ist die Computational-Ebene. Da ist die Fragestellung, was probiert unser Hirn gerade überhaupt zu lösen oder was wollen wir lösen? Was ist hier gerade die Fragestellung? Dann als nächstes kommt die algorithmische Ebene. Da geht es darum, okay, jetzt haben wir unsere Fragestellung. Welche Input- und welche Output-Variablen haben wir und wie müssen wir die miteinander verknüpfen, damit das rauskommt, was wir erwarten? Genau, das ist die zweite Ebene. Und die dritte Ebene liegt dann nochmal drunter. Das ist dann das, womit sich die Neurowissenschaft oder so die Neurophysiologen, Biologen so und so weiter beschäftigen. Was läuft da wirklich auf einer biologischen oder vielleicht sogar chemischen Ebene ab? Und womit wir uns hauptsächlich beschäftigen, ist so ein Mittelding aus dem und dem. Also ein bisschen, was ist die eigentliche Frage? Und dann vor allem halt auch, wenn wir jetzt Input- und Output-Variablen haben, was machen wir mit denen in der Mitte? Und was sind die Input, was sind die Output-Variablen? Wie können wir das Ganze aufeinander abbilden und so? Und mentale Repräsentationen haben zwei wichtige Eigenschaften. Zum einen sind die compositional. Ich glaube, da gibt es kein deutsches Wort. Keine Ahnung. Wir können halt, was einfach nur bedeutet, wir haben einfachere Teile, die wir zu komplexen Teilen zusammensetzen können. Also wir müssen nicht alles auf einmal bauen, sondern so wie man es eigentlich halt gerne hätte. Man kann kleine Teile bauen und dann daraus was Komplexes bauen. Und die zweite, mindestens genauso wichtige Eigenschaft, ist, dass die Unsicherheit einfangen können oder die erfassen. Und deshalb habe ich da so eine, um das zu verdeutlichen, habe ich da gerade so eine Normalverteilung hingemalt, ganz krakelig irgendwie. Und für die, die jetzt sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, erkläre ich kurz, was damit gemeint ist. Wir sehen da jetzt drei Normalverteilungen übereinander, eine spitze, eine mittlere und so eine flache. Und die Unsicherheit wird darüber repräsentiert, wie spitz die Kurve ist. Also wenn wir die spitzeste Kurve hat quasi die niedrigste Unsicherheit, da sind wir uns relativ sicher, also angenommen, die wäre jetzt irgendwie wahr, dann werden wir uns relativ sicher, dass der eigentliche Wert hier in der Mitte liegt. Wohingegen bei der flachen Kurve sind ja fast alle Werte gleich wahrscheinlich und deshalb haben wir dann halt eine hohe Unsicherheit. Wir haben vielleicht noch kaum Daten beobachtet oder wie auch immer, die waren ziemlich noisy, was auch immer. Wir wissen nicht so viel und deshalb ist es da ziemlich unsicher und deshalb wird es halt so dargestellt. Und diese Repräsentationen, die können das halt quasi Unsicherheit formalisieren oder irgendwie ein mathematisches Framework packen, weil sonst einfach nur über Unsicherheit zu reden, ist zwar schön und gut, bringt uns aber nicht weiter, wenn wir jetzt über Programme reden wollen. Okay, und dazu kommen wir zu, glaube ich, fast dem Lieblingsthema von uns allen. Ich weiß nicht, wem geht das oder wem ist das Thema schon ziemlich auf die Nerven gegangen? Im Studium immer mal wieder. Okay, also schon einige, aber auch einigen nicht. Dann reden wir noch mal kurz darüber. Also diese Formel an sich, habt ihr wahrscheinlich alle in der Oberstufe gehabt, ist die Formel für bedingte Wahrscheinlichkeit und aber eben auch das Bayes-Theorem. Wir fangen mal rückwärts an, warum wir uns damit beschäftigen. Das Bayes-Theorem wird angenommen, dass bei uns Abläufe im Gehirn danach ein bisschen funktionieren. Wir haben verschiedene Teile, nämlich den Posterior, die Likelihood, den Prior und den Normalization Constant. Den lassen wir jetzt direkt wieder unter den Tisch fallen, weil der nur der Normalisierung dient und für die eigentlichen Verhältnisse dann irrelevant ist. Der sorgt halt dafür, dass das, was rauskommt, wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Das ist uns aber jetzt gerade egal. Also haben wir noch die Teile Posterior, Likelihood und Prior. Und da ist halt immer die Idee, dass wir, Posterior ist quasi das, was wir rausfinden wollen. Wir haben beobachtete Variablen und Variablen, über die wir nicht beobachten können. Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Und wir können den ausrechnen, indem wir die Likelihood mit dem Prior multiplizieren. Unser Prior ist das Vorwissen von der Welt, was wir vorher schon hatten, was wir uns irgendwie in unserer Erfahrung über die Jahre hinweg angesammelt haben. Und indem da der Posterior wieder rauskommt, können wir den beim nächsten Mal als Prior benutzen. Und somit können wir halt iterativ mit neuen Erfahrungen, die wir machen,
die lassen wir da einfließen und dann können wir quasi von vorher vielleicht so einem, was wir hier gesehen haben, so einem ganz breiten, vielleicht war halt der Prior vorher so eine ganz flache Verteilung und dann, indem wir immer weiter Erfahrungen machen und uns immer sicherer werden, wäre halt zum Beispiel eine Möglichkeit, dass wir hier zu dieser Spitzenkurve kommen. Und, also die beiden habe ich aufgeschrieben, weil man halt die beiden Formeln braucht, um das herzuleiten. Das ist nahezu, nee, nicht ganz trivial, aber eigentlich kann man es schon fast als trivial sehen. Man setzt halt einfach einmal, also man weiß, dass es kommutativ ist, dann setzt man einfach die Product Rule auf beide Seiten ein und teilt einmal durch P von x und dann hat man schon diesen Term aus, indem man das zweimal hingeschrieben hat. Ist völlig irrelevant. Okay. Gut, also wir gehen jetzt davon aus, dass wir nach Bayes irgendwie denken und dass wir das benutzen. Jetzt ist die Frage schon so ein bisschen, was hat es jetzt mit Cognitive Modeling zu tun? Was macht man da überhaupt? Wie geht man da vor? Und deshalb gucken wir uns das jetzt mal an. Die erste Stufe ist natürlich, was wollen wir überhaupt rausfinden? Das heißt, man muss sich in irgendeiner Weise überlegen, was ist die Fragestellung, die mich gerade interessiert? Ja, was will ich wissen? Wenn man das sich überlegt hat, muss man sich überlegen, wie könnte dann ein Modell aussehen? Ihr dürft jetzt gerade, die Kursianer können sich das Modell jetzt mal angucken und gucken, was sie da so für Komponenten entdecken oder wiederentdecken. Ich habe mir da einen kleinen, nicht einen Spaß, ich bin da ein bisschen kreativ geworden. Und währenddessen erkläre ich aber mal die einzelnen Komponenten des Modells. Wir haben, das ist jetzt ein Graphical Model, das heißt die Art, wie die verschiedenen Variablen miteinander verbunden sind, sind grafisch dargestellt. Pfeile bedeutet immer, dass die Elternknoten irgendwie den Kindknoten beeinflussen oder Prior dafür sind oder Parameter, die dafür benötigt werden. Dann seht ihr jetzt vielleicht runde und eckige Knoten. Runde Knoten heißt einfach eine kontinuierliche Variable, das heißt, unendlich viele mögliche Werte können angenommen werden. Eckige Knoten heißt diskrete Variable. Wir haben eine endliche Zahl von Werten, zum Beispiel nur Integer oder keine Ahnung, irgendwas halt. Was haben wir noch? Wir haben Variablen, die ausgemalt sind. Ich habe die so ein bisschen hinterlegt. Und wir haben welche, die durchsichtig sind, weiß normalerweise. Jetzt hier sind sie halt schwarz. Die so grau hinterlegt sind, das sind die, die wir messen können oder beobachten können. Das sind die einzigen, über die wir wirklich wissen, wie sie aussehen. Und das muss man sich mal überlegen. Das Modell ist jetzt völlig fiktiv und hat nichts mit Wissenschaft zu tun oder so. Das habe ich mir einfach nur überlegt. Aber es ist nicht so unrealistisch, dass wir so viele quasi unausgemalte Variablen haben, über die wir überhaupt nichts wissen, über die wir quasi Inferenz machen müssen. Und Inferenz heißt einfach nur Rückschlüsse ziehen aus den Variablen, die wir messen können. Und wir haben jetzt hier drei Variablen, die wir messen können. Das ist nicht, also das ist schon realistisch, dass es so ist. Manchmal gibt es auch nur eine oder so. Wir werden gleich an dem Beispiel sehen, dass da das Verhältnis, das kann schon ruhig so sein. Und da seht ihr jetzt vielleicht so zum ersten Mal, das ist halt schwierig. Wir können zwar vielleicht die Schädeldecke aufmachen, aber dann sehen wir irgend so ein graues Schwibbelschwabbel. Das sagt uns halt nicht, welche Variablen gibt es da und wie arbeiten die miteinander zusammen. Und trotzdem wollen wir wissen, was sind denn relevante Faktoren? Das ist eine Schwierigkeit. Achso, was gibt's noch? Die grauen kann man messen. Die weiß man irgendwie, die Werte. Oder kann man sehen. Und die anderen darüber, die sieht man nicht. Die sind nur, implizit geht man davon aus, dass die da sind. So, jetzt gibt's hier so welche, oder eine, die hat einen doppelten Ring. Die anderen haben alle nur einfache Enden, Borders, wie auch immer. Das heißt einfach nur, die mit dem Doppelten, das ist eine deterministische Variable. Die wird einfach berechnet aus den vorherigen. Okay, gleich wird ein Fehler kommen im nächsten Modell. Die wird berechnet, alle anderen sind irgendwie Wahrscheinlichkeitsvariablen, die, wo noch eine gewisse Unsicherheit oder Variabilität drin steckt, indem die aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung gezogen werden. Und dann sehen wir noch eine Sache, sollte euch auffallen, wir sehen hier zweimal so Kästchen. Und die Kästchen bedeuten, dass das wiederholt wird, dass diese Variablen liegen da eigentlich nicht einmal, sondern theoretisch hätte ich, wenn jetzt hier eine t gleich 3 steht, dieses b dreimal hinmachen können. Und die beiden liegen außerhalb, das heißt, die gibt es nur jeweils einmal und die zeigen dann jeweils auf jeweils eins von den Bs. Und die Bs zeigen alle wieder auf CS. Kann man machen, ist halt ein bisschen unübersichtlich und deshalb hat sich mal irgendwann jemand schlau aus die Konvention überlegt, dass man da diese Kästen drum hat und unten in die Ecke schreibt, wie oft es das gibt. Für die Leute, die vorher noch nie sowas gesehen haben, hat euch das gerade, seid ihr noch dabei? So grob? Okay, gut, dann haben wir jetzt unser Modell definiert, uns überlegt, wie könnte das sein.
Jetzt geht es darum, Daten zu erheben. Und jetzt wollen wir ja eigentlich, unser Ziel ist es jetzt, unser Modell, was wir uns eben überlegt haben, zu evaluieren. Rauszufinden, ob das, was wir da uns da überlegt haben, ob das halt der Realität entspricht. Und unsere Realität, die uns interessiert, ist halt immer das, was geht in den Köpfen von den Menschen vor. Das heißt, um das herauszufinden, geben wir Daten, die wir messen können, also diese grauen Variablen quasi, an den Computer ein, also in den Computer rein, in das Modell halt. Und die geben wir Menschen und gucken, wir müssen uns halt irgendwie ein Setting überlegen, dass wir mit den Antworten, die wir da wieder rauskriegen, dass wir Antworten kriegen und dass wir die irgendwie so vergleichen können, dass wir damit wieder was anfangen können und wieder weitere Rückschlüsse ziehen können darüber, ob unser Modell gut war oder nicht so gut oder was vielleicht gut war. Klar soweit? Sehr gut. Okay, genau, das habe ich jetzt schon gesagt. Wir vergleichen die Daten. Okay, und dann kann es gegebenenfalls sein, dass wir halt feststellen, das, was unsere Probanden geantwortet haben, hat nicht zu dem gepasst, was uns eigentlich vorhergesagt wurde. Woran könnte das denn liegen? Und dann sollte man halt im Idealfall irgendwas verändern und ein neues Experiment neu starten und dann gucken, was dabei rauskommt, ob das irgendwie besser gemacht hat. Ja, ihr seht jetzt hier, habe ich in meinem Tollbeispiel halt einfach dann mal mir überlegt, vorher sah es so aus und jetzt sind da so grüne Pfeile mit drin. Was sich quasi geändert hat, habe ich euch da gehighlightet. Okay. Okay, jetzt, genau, das war jetzt die ganze Theorie und jetzt geht es darum, anhand eines Beispiels da mal einmal durchzugehen und zu gucken, was würde man denn wirklich machen. So, jetzt wollte ich ein Beispiel haben und das war für mich am allerschwierigsten zu überlegen, welches Beispiel kann ich nehmen, was ich sowohl darstellen kann, als auch was irgendwie eine praktische Anwendung hat und nicht nur so ist, wir inferieren den Mittelwert über eine, keine Ahnung, Variable. Und deshalb habe ich mir überlegt, das kennt ihr eigentlich alle, zumindest die hier arbeiten, es gibt irgendeinen Scope und wir wollen wissen, wie viele Tage brauchen wir, bis wir das abgearbeitet haben. Das kann sowohl jetzt ein Sprint sein, das kann ein Epic sein, ist völlig egal, irgendwas. Ich habe gleich mir Zahlen überlegt, aber irgendwas halt, wo wir rausfinden wollen, wie lange dauert das noch. So, und jetzt wollen wir dazu ja ein Modell definieren. Also wir wollen rausfinden, was sind die Einflussfaktoren, die darauf einspielen, wie lange das dauert und in welchen Relationen stehen die zueinander. Auch da habe ich mir jetzt was überlegt. Und zwar, sieht erstmal viel aus, wir gehen da durch, keine Sorge. So, die Variable, die wir rausfinden wollen, sind die verbliebenen Tage, die wir noch brauchen, bis wir unseren Scope erledigt haben. Das sind die Days hier unten. Da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass sie aus einer Normalverteilung kommen. Das machen Psychologen und irgendwie alle Wissenschaftler super gerne, weil man damit schön rechnen kann. Und es gibt aber auch wissenschaftlich so ein bisschen Beweise, also dass viel halt so einfach aufgebaut ist. Das heißt, wir sagen jetzt einfach mal, es ist okay und wir gehen davon aus, dass es so ist. In dem Fall macht es auch wirklich Sinn. So, jetzt brauchen wir für eine Normalverteilung einen Mittelwert und eine Standardabweichung. Okay, die müssen wir irgendwo herkriegen. Für die Standardabweichung habe ich mir jetzt überlegt, wenn man als Teammitglied schätzen soll, wie lange brauchen wir noch, dann ist ja eine Art von Varianz, hey, was machen denn meine restlichen Teammitglieder? Sind die da im Urlaub? Haben die vielleicht viel zu tun bei der Uni oder so? Und das sieht man da jetzt nicht mehr so schön, was ich mir überlegt habe, aber das ist halt einfach in einer Verteilung, eine Categorical, die gibt einem Werte zwischen, in dem Fall jetzt 0 und 3 raus und die sind alle gleich wahrscheinlich. Das heißt, es gibt irgendwie eine Abweichung zwischen 0 und 3. 0 wäre quasi, alle sind völlig berechenbar da. Das heißt nicht unbedingt, dass sie viel da sind, aber man weiß es vorher. Und 3 ist, man hat keine Ahnung, es kann sein, dass der morgen feststellt, er muss doch Bachelorarbeit schreiben und ist jetzt erstmal wieder weg für ein paar Monate oder hat Urlaub oder es wird krank, wie auch immer. Also die Standardabweichung ist jetzt in dem Fall der Urlaubsfaktor oder Unifaktor, vielleicht ist es auch gleichzusetzen, von den Kollegen im Team oder von einem selbst auch. So, die einzige, jetzt fällt euch vielleicht hier auf, die einzige Variable, die wir beobachten können, sind die Points. Das sind die, ich habe die jetzt Points genannt, das sind die Story Points oder, ja, wie auch immer man die halt nennt. Das sind die Points, die wir geschätzt haben. Die habe ich jetzt hier einfach auf 20 gesetzt, fürs Beispiel. Dann gibt es als nächstes den Teamfaktor. Der soll sowas darstellen, wie lange braucht unser Team denn ungefähr, um einen Point umzusetzen. Dann gibt es den PO-Faktor und den SM-Faktor. Also PO steht für Product Owner und SM steht für Scrum Master. Für die, die nicht ganz so in der Materie drin sind. Nicht, dass ihr euch wundert, warum die Variablen so komisch heißen. Und die sollen darstellen, ob der Product Owner, der Scrum Master in der Zeit da sind oder nicht, ob die anwesend sind und unterstützen können oder nicht. Und jetzt bin ich einfach mal davon ausgegangen, der Product Owner, der ist noch so mittelmäßig beschäftigt mit einer Wahrscheinlichkeit von,
Also der wird aus einer Bernoulli-Verteilung gezogen. Das heißt, entweder er ist da oder er ist nicht. Das gibt nur zwei Ausgänge. Und mit der Wahrscheinlichkeit von 70% ist er da. Und kann das Team unterstützen. Und ich habe das jetzt so modelliert, dass ich gesagt habe, wenn er da ist, dann beschleunigt er die Teamarbeit ein bisschen. Das heißt, es gibt einen Faktor von 0,8. Und wenn er nicht da ist, also dann kann er spezifizieren und irgendwie mithelfen. Wir können jetzt, genau, bei Product Owner könnt ihr euch übrigens die Kursianer einfach euren Product Owner denken, dann wird es vielleicht noch anschaulicher. Brauchen keinen Namen zu sagen. Und wenn er nicht da ist, dann sind die Wege vielleicht lang. Vielleicht muss man Mails schreiben und dann warten, bis irgendwas wieder passiert oder zurückkommt. Oder es geht halt über Kontinente, wie auch immer. Dann dauert das Ganze ein bisschen länger und deshalb habe ich einfach mal jetzt einen Faktor gesetzt von 1,2. Also beim Scrum Master, der ist ein bisschen mehr beschäftigt und die Wahrscheinlichkeit, dass er da ist, ist ein bisschen geringer, 50%, habe ich jetzt gesagt. Aber dafür leistet er so gute Arbeit, dass wenn er da ist, beschleunigt er das Ganze und wir haben einen Faktor von 0,6. Und wenn er nicht da ist, dann lenkt er die Leute immer nicht vom Arbeiten ab und deshalb ändert das überhaupt nichts und es gibt einfach nur 1. Also das wird alle, also 1 heißt ändert nichts, weil wir die ganzen Faktoren, die hier drin stehen, multiplizieren, um zum Mean zu kommen, um den Mean zu berechnen für unsere Normalverteilung hier unten. Und jetzt könnte einem aufmerksamen Beobachter auch schon eher der erste Fehler auffallen in dem Modell. Wenn nicht, dann löse ich es erst später auf, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit nachzudenken. Da fehlt ein doppelter Kreis. Ja, genau. Hier, Mean wird ja jetzt komplett deterministisch berechnet aus den vorherigen Faktoren. Das ist jetzt einfach falsch. Also da müsste halt so ein doppelter Kreis sein. Okay. So, jetzt haben wir uns quasi ein Modell überlegt und uns überlegt, welche Faktoren gibt es irgendwie mal und wie sind die irgendwie dargestellt. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich implementieren und das machen wir jetzt mal. Das wollte ich nicht. So. Aha, nice. Jetzt musst du gucken, ob der Screen Class noch läuft. Ja, das ist... Ja, nee, doch, ja. Tut er. Okay, achso, dazu kurz vielleicht 5 Sätze. Was wir jetzt sehen ist Python-Code, aber nicht normales Python, sondern ihr seht da oben, ich habe die Imports schon eingefügt, weil ich die sonst immer vergesse. Das ist jetzt Pyro. Pyro ist ein ganz neues Framework, was im Herbst entwickelt wurde von Uber, genau für solche Zwecke. Das basiert auf PyTorch. PyTorch ist das Äquivalent oder die Schwester zu TensorFlow. Also damit kann man neuronale Netze ziemlich gut modellieren und darstellen und relativ einfach bauen. Das machen wir jetzt hier nicht. Aber Pyro bringt da halt noch diese die probabilistische Komponente mit rein. Das heißt, Pyro, das machen wir gleich. Damit kann man, das gibt einem die Möglichkeit, aus Wahrscheinlichkeitsverteilung Samples zu ziehen. Das heißt, man definiert eine Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel die einfachste ist uniform. Dass man einfach sagt, okay, alle Werte sind gleich wahrscheinlich, gib mir einen Wert zurück. Und dann kann man das definieren, das machen wir gleich, oder implementieren. Und dann gibt es einem einen Wert aus. Klingt völlig trivial, ist es aber nicht. Ja, deshalb benutzen wir Pyro und PyTorch. So, okay, jetzt wechseln wir ab und zu so ein bisschen hin und her, damit wir das Modell noch sehen können. Ja, so. Gut, genau, dann fangen wir einfach mal an. Als erstes haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie diesen Urlaubsfaktor. Das heißt, wir nennen den jetzt mal Vacation Factor. Nee, einfach nur Vacation, weil es ist ja kein Faktor. So, der heißt STD für Standard Deviation. Und den ziehen wir aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Geben dem einen Namen. So, der kam jetzt aus einer Categorical. Das müssen wir dem auch sagen. Und dieses Torch.Tensor ist eigentlich wie ein Array. Nur von PyTorch und wenn man mit PyTorch arbeiten will oder mit Pyro, muss man diese Tensoren benutzen. Aber ihr braucht euch da jetzt nicht wundern, das kann nicht, das kann bestimmt mehr, aber wir benutzen es jetzt gerade einfach wie ein Array halt. Okay, also das ist jetzt schon, das heißt jetzt schon, wir ziehen einfach ein, wir können das natürlich auch direkt printen lassen, dann sehen wir, was da passiert. Ganz kurz, das war eigentlich nicht so geplant, aber funktioniert das? Ah, okay. Also jetzt haben wir hier halt die Ausgabe unten. Wir haben jetzt einfach den Wert 3 ausgegeben bekommen. Die Categorical gibt uns, wie gesagt, einen Wert aus zwischen so viele, wie es gibt. Das heißt 0, 1, 2, 3 und die sind alle gleich wahrscheinlich. Wenn wir das nochmal ausführen, sollte jetzt vielleicht was anderes kommen. Ja, 2 und so weiter. Also nur, dass ihr versteht, was da passiert. Da wird jetzt gerade ein Wert aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung gezogen. Okay, dann als nächstes können wir wir gehen jetzt einfach so, wie das Beispiel das macht, vor. Das müsste funktionieren. Okay, dann die Points sind einfach
20. Der Team Factor ist 1,5. Die Wahrscheinlichkeit für den PO ist pyro.sample PO dis.Bernoulli. Ja, Moment. Okay, 0,7 haben wir gesagt. Und für den Scrum Master machen wir das Gleiche, nur mit 0,5. Wir hatten gesagt, der ist vielleicht mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit da. Und jetzt kommt dafür das Schöne. Aber wenn sie da sind, das schauen wir natürlich klar. Das wollte ich nicht. Okay. Das gleiche machen wir natürlich auch für den Scrum Master und der hatte aber andere Werte, die ich natürlich festgelegt habe. Okay, und dann berechnen wir noch unseren Mean und da multiplizieren wir einfach Points mit dem Team Factor. Ja. Mit dem PO Factor, mit dem SM Factor. Ja. Hier? Nee, ich glaube, hier war die 0,5. Also wir können es ändern, aber das hier oben ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eintritt und das ist der Faktor, der dann passiert. Und jetzt machen wir das... Achso, okay. So, und jetzt wollen wir natürlich noch die... Natürlich, also jetzt haben wir quasi alles vorbereitet. Wir haben alle einzelnen Faktoren definiert und rausgefunden, uns ziehen lassen, wie auch immer. Und jetzt wollen wir natürlich die eigentlichen Tage samplen. Das heißt, wir sagen days ist gleich pyro.sample days. Kommt aus einer Normalverteilung, das sagen wir ihm. Und die Variablen sind Mean und Standardabweichung. So, das könnten wir jetzt einfach mal... Achso, und die printen wir natürlich aus, sonst sehen wir überhaupt nichts. Aha. Ich weiß, was das Problem ist. Weil Standardabweichung sonst als int zurückgegeben wird, aber die Normalverteilung gerne ein Float hätte. Wo hoffen wir, dass es so funktioniert? Okay, jetzt haben wir hier ein Sample dafür bekommen, mit den Angaben, die wir vorher gemacht haben. Wir sehen da jetzt gerade so semi-viel, wir sehen halt einen Wert. Wir können uns jetzt nochmal ausprinten lassen, was denn hier rausgekommen ist, ob der PO da war, ob der Scrum Master da war, was die Abweichung war von den Teammitgliedern. Das können wir einfach machen. Und dann würde ich noch was anderes machen. Und dann gucken wir hier. Genau, lassen wir uns vielleicht einfach die Faktoren ausgeben. Okay, dann können wir nochmal, sehen wir vielleicht ein bisschen mehr, warum das so weit gekommen ist. Okay, jetzt sehen wir halt hier, der PO war nicht anwesend und der Scrum Master war auch nicht anwesend. Und es gab auch eine ziemlich große Abweichung im Team, das war sehr unvorhersehbar. Und deshalb werden jetzt einfach 36 Tage geschätzt. Normalerweise würde man jetzt im Team, wenn man zum Beispiel eine Art Planning-Poker macht oder so, hätte man natürlich nicht nur eine Person, die da das macht, sondern... zum Beispiel 9, wenn man ein großes Team hat. Und dann ist natürlich wichtig, dass hier, das sehen wir auch hier, stimmt, das habe ich richtig eingezeichnet, dass hier dieser Kasten ja drum ist, weil ich quasi davon ausgegangen bin, dass jedes Teammitglied eine eigene Schätzung abliefert und nicht, dass das Team sich vorher bespricht und dann eine geschlossene Schätzung abliefert, sondern wir sind jetzt gerade in dem Prozess des Schätzens, noch nicht das, was an den PO oder wen auch immer weitergetragen wird. Und da liefert jedes Teammitglied eine eigene Schätzung ab. Deshalb modellieren wir das einfach hier so, dass wir das halt 9-mal samplen und dann auch das Ganze 9-mal ausgeben. Dann sehen wir, wunderbar, okay, wir haben jetzt hier 9 Werte. Diesmal war der PO da und der Scrum Master war da und die Standardabweichung war ein bisschen geringer. Und damit sind auch die Werte schon deutlich kleiner geworden. So schön, so gut. Jetzt könnte es ja sein, dass wir feststellen,
muss mal gerade hier wieder die nächste Folie sehen. Ja. Ah, da waren wir. Nee, da wollten wir nicht hin. Ah, okay, wir sind gerade am... Ah ja, okay, ich weiß, was kommt. Okay, jetzt haben wir gerade das Ganze implementiert und haben jetzt gleichzeitig auch... Das sehe ich nicht, habe ich jetzt nicht auf einer Folie drauf, aber wir lassen jetzt gleichzeitig unser Team auch schätzen. Und dann kann es ja sein, dass wir feststellen, oh, die Varianz im Team ist viel größer als in dem, was uns unser Programm zurückgegeben hat. Woran liegt denn das? Vielleicht war unser Modell falsch. Wäre die erste Annahme, natürlich immer. Und jetzt ist, was mir eingefallen ist, was daran sein könnte, ich meine, wir können auch einfach mal kurz sammeln, was, noch ein bisschen Zeit haben wir, das ist das falsche Modell, kommt das hier? Ja, hier, was, würde euch da irgendwas einfallen, was ihr verändern würdet, wenn ihr jetzt an die Faktoren denkt, die wir haben und an den Chats-Vorgang? Sonst, also ich bin da jetzt auch nur kreativ geworden, aber dann, ich zeige euch gleich das, was ich mir überlegt habe. Ja? Ja, vielleicht. Ist der Scrum, macht der Scrum Master gar nicht so viel mehr Lizenz? Abgelehnt. Das kann natürlich nicht sein. Vielleicht gibt es irgendwelche anderen Vorschläge. Nein, also klar, es könnte sein, aber das war nicht meine Vorstellung des Ganzen. Der Product Owner ist viel öfter da. Ah, das kann natürlich sein. Noch mehr Bonus. Ist das unrechtlich? Oder vielleicht, in Wahrheit, vielleicht lenkt der Scrum Master das Team die ganze Zeit nur ab und wenn er da ist, wird der Faktor eigentlich größer statt kleiner. Ja, darüber kann man jetzt diskutieren. Da müsste man sich irgendwie überlegen, wie man halt das Modell aufbauen kann und das wieder dann vergleichen kann. Was ich mir überlegt habe, war, sich mal diesen Teamfaktor anzugucken. Das ist das, was man für eine Vorstellung davon hat, wie schnell das Team ist in der eigentlichen Umsetzung von Storypoints. Und da dachte ich, vielleicht ist es gar nicht so, dass das Team da eine geschlossene Meinung hat, weil sie nie darüber geredet haben, sondern dass es so ist, dass dieser Teamfaktor eigentlich mit in diesem Kasten mit drin ist. Sondern dass jeder so seine eigene Vorstellung davon hat, wie lange brauchen wir für die eigentliche Umsetzung. Dadurch muss natürlich auch der Mean, der immer noch einen doppelten Kreis bräuchte, aber den hat er da noch nicht bekommen, auch in diesen Kasten mit rein, weil der wird ja dann auch individuell quasi. Und der Teamfaktor ist jetzt hier, wie ihr seht, nicht mehr einfach festgelegt, sondern ich habe jetzt einfach überlegt, der könnte zwischen 1 und 2 liegen. Kann natürlich auch irgendwo anders liegen. Und wenn man das dann implementieren würde, dann würde man halt einfach hier den Teamfaktor von da oben in unsere Schleife ziehen. Genauso wie dann die Berechnung für den, für den Mean. Und der Teamfaktor ist ja jetzt nicht mehr eine feste Zahl, sondern dann könnte man natürlich sagen, der ist uniform verteilt mit Teamfaktor. Man muss den Namen geben. Ne, das haben wir schon. Ne, das war falsch. Ich muss pyro.sample. Und der, was hatte ich jetzt gesagt, zwischen 1 und 2. Das wäre jetzt die Möglichkeit, das so anzupassen. Und dann können wir halt gucken. Achso, da müssten wir den natürlich am besten auch noch ausgeben, weil sonst wissen wir ja nicht, was der Teamfaktor so war. Haben wir den umgeprintet? Nein. Okay, wunderbar. So, und jetzt sehen wir halt hier einfach, nicht grafisch dargestellt, aber was jetzt nach dieser Annahme die einzelnen Teammitglieder für Teamfaktoren geschätzt haben oder einfach angenommen haben und wie das sich halt auf die Schätzung dann ausgewirkt hat, weil die anderen Variablen waren ja gleich. Also es war bei allen der gleiche angenommene Variabilität in den Kollegen und die gleiche Anwesenheit von PO und Scrum Master. Das heißt, hier sieht man eben, was der Teamfaktor dann einfach nochmal geändert hat. Und damit könnte man dann quasi gucken, ob die Werte eher den tatsächlichen Werten entsprechen. Und so, man kann halt nie sagen, es ist auf jeden Fall so, aber man kann vielleicht durch verschiedene Experimente, indem man die ein bisschen anders aufbaut oder das Modell ein bisschen anders aufbaut und auch die Experimente anders aufbaut, Sachen ausschließen und sagen, ich habe jetzt diese Variable geändert und es hat keinen Unterschied bei den Probanden gemacht, dann hat die Variable vielleicht keinen Einfluss. Zum Beispiel, so könnte man vorgehen. Und wir können jetzt gerne auch noch rumspielen und die anderen Variablen ändern, aber da ich das nicht grafisch aufgearbeitet habe, sehen wir immer nur Zahlen und es ist vielleicht nicht so spannend. Und damit wäre ich, glaube ich, von mir aus am Ende.
ich weiß gerade nicht. Ja. Genau, also damit bin ich durch. Ich habe mir das natürlich nicht ausgedacht. Hier stehen jetzt zwei Referenzen drauf. Es gibt aber, eigentlich könnte ich da fast alle draufschreiben, die ich für meine Masterthese vielleicht mir angeguckt habe. Ich möchte, nee, erstmal, habt ihr irgendwelche Fragen? Irgendwas, worüber wir reden wollen, diskutieren wollen, was ich vielleicht vergessen habe, so komplett anzuschneiden, worüber ihr mehr wissen wollt? Ja. Bietet das Pyro-Framework eigentlich auch eine Möglichkeit, die ganzen Sachen grafisch auszugeben, relativ einfach, oder muss man das alles selbst machen? Nee, Pyro an sich nicht, das hat es nicht, aber über PyTorch gibt es eigentlich schon. Okay. Also das kann man schon machen. Oder du kannst an sich die Python-Frameworks komplett benutzen, da gibt es ja genug. Du musst halt dann nur die Tensoren in zum Beispiel NumPy-Arrays umrechnen oder so. Ja, okay. Und dann kannst du wieder Matplotlib zum Beispiel nehmen oder was auch immer. Ja? Kann ich denn jetzt feststellen, ob mein Modell falsch ist oder ob die Zahlen einfach nicht richtig sind, die ich da eingesetzt habe? Also, wenn man jetzt gerade das Modell einfach dann verändert, was kann ja einfach sein, dass mein Modell eigentlich schon richtig ist und ich die falschen Zahlen benutze. Ja. Normalerweise legt man die Zahlen nicht einfach nur so fest, sondern lernt die ja. Also, ja, das Modell, also eigentlich würde man erstmal die Hyperparameter und die ganzen Parameter lernen durch irgendwelche, also in den vorherigen Prozessen. Und dann kannst du davon ausgehen, halt, dass die den Daten entsprechen, die du ihm reingegeben hast und dass die dazu passen auf jeden Fall. Und dann kannst du sagen, okay, scheinbar passen die Daten, dann muss das Modell falsch sein. Aber das ist eine gute Frage, weil das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Also ist halt immer so ein bisschen, wie lange optimiert man die Parameter, um probieren an die Vorhersagen heranzukommen und wann sagt man, okay, ich brauche die Parameter nicht mehr weiter zu optimieren, da liegt scheinbar ein strukturelles Problem vor. Und das ist schon eine gute Frage und ein großes Problem, würde ich so, also so habe ich es wahrgenommen. Nach 200 Jahren Berufserfahrung weiß man die einzelnen. Ja, klar. Dann weiß man, dass der Per Ulmer in 70% der Fälle nicht da ist. Ja. Eine Sache, die mir auffällt, da fallen jetzt 9-mal Tage raus, die unabhängig sind. Genau. Was sage ich denn mit PO jetzt? Du nimmst den Mittelwert zum Beispiel. Du kannst auch das Maximum nehmen. Das kommt jetzt darauf an, wie du es gerne haben möchtest. Du kannst auch das Minimum nehmen und sagen, wir wollen nehmen das beste Angebot unterbreiten, das beste Mögliche, was die Teammitglieder möglich ist. Normalerweise würde man dann ja diskutieren und gucken, woran liegt es, was ist los. Aber also bei einer Normalverteilung ist ja schon das beliebteste. Und am Ende zerfällt es einfach in. Es ist eben Bernoulli mit kleinen Fehlern über was ganz Einfaches. Und der Fehler, der da rauskommt, ist wesentlich. Es ist so klein, dass die ganze Modellierung außenrum vielleicht. Wahrscheinlich, nur zu Bernoulli zerfällt es wahrscheinlich eher nicht, sonst kannst du ja nur sagen, brauchen wir einen Tag oder brauchen wir keinen Tag. Normalverteilung. Ja, genau. Ja, das ist jetzt. Das beste Beispiel, was mir eingefallen ist, ist noch verbesserungswürdig. Ups. Habt ihr sonst noch Fragen? Anmerkungen? Diskussionen? Ja? Was wäre denn so ein klassisches Anwendungsszenario, das du jetzt so kennst, wo man genau das benutzt? Ja, wenn man was übers Hirn rausfinden will. Und ansonsten, es geht halt in beide Richtungen. Also, Die Hauptmotivation ist, dass unser Gehirn, also ich glaube für die Wirtschaft, also gut, Moment, ich glaube, es geht einfach in beide Richtungen. Es gibt auf der einen Seite die Motivation, dass man sagt, man will rausfinden, wie das Gehirn funktioniert. Dann ist ein Anwendungsszenario hauptsächlich die Forschung, weil wer macht Geld damit, rauszufinden, wie das Gehirn funktioniert, auf dieser Ebene. Ja, da würde ich sagen, ja, okay, stimmt. Die andere Richtung ist, dass wir sagen, wenn wir mehr, also das Gehirn ist in ganz vielen Sachen halt krass viel besser als alles, was wir aktuell so haben. Und wenn wir mehr wüssten, wie das Gehirn funktioniert, können wir die Algorithmen verbessern und die ganzen AI und Machine Learning Zeug und so das viel verbessern. Und dann ist halt quasi die Motivation andersrum. Und das kannst du anwenden bei, zum Beispiel beim autonomen Fahren, wenn du verschiedene Sensoren hast, die müssen irgendwie zusammen verarbeitet werden und verwuschelt werden darin, dass am Ende rauskommt, ich mache diese Entscheidung. Aber du hast halt, du kriegst ja irgendwelche Bilder, was weiß ich, was die noch kriegen. Keine Ahnung. Ganz viele verschiedene Sensoren, die irgendwas wahrnehmen. Und das musst du irgendwie auf eine, vielleicht auf eine Categorical oder auf irgendwas abbilden. Und
unser Hirn macht das ja offensichtlich. Und da ist, weiß ich auf jeden Fall, dass da die daran interessiert wären, das zu machen. Und vor allem unser Körper oder unser Hirn kriegt ja auch schon allein von zwei Augen Input plus alles andere, was wir wahrnehmen. Also da, außer autonomes Fahren fällt mir da gerade wenig ein, aber ich glaube, das gibt so in die Richtung ganz viel. Damit dann wahrscheinlich auch einfach irgendwelche Entscheidungsprozesse motivieren, oder? Also jetzt nicht nur, welche Aktionen treffe ich beim Fahren, sondern auch, keine Ahnung, ich mache mir Gedanken darüber, worauf ich Hunger habe zum Abendessen und motiviere dann meine Essgewohnheiten oder so. Und dann berechnet mir das am Ende so, du hast zu 60% Lust auf Pizza. Oh, wie praktisch. Ja, ist halt, also könntest du bestimmt so anwenden. Ist jetzt die Frage, was dir das bringt. Könntest du Pizza bestellen? Naja, dann ist vielleicht die Pizza schon bei dir zu Hause, noch bevor du dir Gedanken darüber gemacht hast. Genau, also da könnte zum Beispiel sowas wie Lieferando könnte basierend auf deinen bisherigen Lieferverhältnissen herberechnen, was du heute eventuell haben möchtest und dir das direkt vorschlagen. Ja, ich glaube, also allgemein Marketing und Werbung, die sind da auch ordentlich interessiert dran. Ist die Frage, wie gut es für uns ist. Ja, okay. Ich? Ja. Okay. Wir würden da jetzt auf Anhieb relativ viele Anwendungsbeispiele einfallen. Also allein in der Risikomodellierung beispielsweise ist ziemlich viel Möglichkeit bei allem, was irgendwie auch einen betriebswirtschaftlichen Bezug hat letztlich. Und zwar Betriebswirtschaft, die quantitativ irgendwie fundiert ist, also nicht der Blabla auswendig lernen kann. Eigentlich ist mir aber an der Stelle noch ein bisschen unklar, wie weit hat das Ganze jetzt einen Bezug zu neuronalen Netzen? Weil die sind ja jetzt bis auf die Erwähnung des PyTorch-Frameworks nicht aufgetaucht in deinem Vortrag. Oder war das nicht die Absicht, da jetzt die Verknüpfung direkt aufzuziehen? Die Verknüpfung ist halt nicht zwangsläufig da. Also man kann die neuronalen Netze jetzt da beliebig einbauen. Also zum Beispiel, bei meiner Masterthese wird es genommen, um Parameter zu lernen dann wieder. Dazu, also einfach als Funktion die Parameter lernen. Das hat aber mit kognitiver Modellierung, muss das nicht zwangsläufig ja verknüpft werden. Ja, cool. Aber um welche Parameter geht es dann da im Konkreten? Also die Verteilungsparameter da beispielsweise oder sowas? Der den SM-Faktor? Nee, theoretisch kannst du ja... Theoretisch könntest du ja alles darüber lernen lassen. Also bei mir ist es so, dass der Mean von Normalverteilungen, die dann wiederum weiter verwurstelt werden, über neuronale Netze definiert wird. Das ist, glaube ich, wie immer halt so ein bisschen das Einfachste, wenn man eine Normalverteilung nimmt. Aber an sich, genau, kannst du ja jeden Wert lernen. Braucht halt irgendwie Trainingsdaten. Ja, können wir ja mal hier bei Kurse sammeln. Hier in dem Fall? Ja, auf jeden Fall. Ja, danke. Paul? Gehst du denn für die Halsbänder nicht? Die erfasst du den Puls, oder? Was ein gewisser Prof mir nie so richtig klar machen kann. Ja, das kannst du es ja. Ich fürchte nein. Auf welcher Grundlage entscheidest du denn, was jetzt sich auf den Mean auswirkt und was einfach in die Standardabweichung weggeschoben und verwurschtelt wird? Weil so der Teamfaktor beschreibt ja im Endeffekt auch das, was du am Anfang als Beispiel für die Standardabweichung geschrieben hast. Wer jetzt wann da ist und wie schnell man tatsächlich arbeiten kann. Naja, der Teamfaktor ist aber erstmal keine Standardabweichung, sondern einfach nur ein Faktor, der fest ist quasi. Wenn du sagst, du schaffst 2 Storypoints am Tag, davon bist du überzeugt, dann ist da ja nicht viel Varianz, sondern dann sagst du, ich gehe davon aus, wir schaffen 2 Storypoints. Okay, das heißt, du hast das tatsächlich als festen Wert des Teams definiert und nicht als das, ja. Ich meine, das schwankt ja auch dadurch, wenn die Hälfte der Leute krank ist, dann schaffst du nicht 2 Storypoints. Richtig. Das ist quasi der eigentliche Teamfaktor. Ob der jetzt gemittelt ist über die Wochen oder der optimale Wert ist oder der pessimistischste Wert, keine Ahnung. Kommt auf die Implementierung an. Wenn du freitags nach einem Tech-Talk anfängst zu messen, dann ist die Velocity auch deutlich kleiner erstmal. Ja? Ja, auch wenn alle Leute da sind. Ja? Also dann müsstest du eigentlich noch irgendwie Kalenderdaten mit in dein Modell einfließen lassen. Und also je nachdem, wie du das willst, kannst du beliebig komplexe Funktionen irgendwie modellieren. Der letzte Donnerstag im Monat fand ich. Ja, genau. Ja, kann ja sein. Ja.
in meinem Studium war das, donnerstags waren immer die Mathe-Partys und es gibt Fächer, die lagen grundsätzlich freitags, die habe ich bis heute nicht verstanden. Okay, wenn es dann... Achso, ja? Nur eine kurze Frage zu dem Theorem, was du vorhin vorgestellt hast. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja gesagt, dass man davon ausgeht, dass der... Dass man das Beste Hirn quasi so arbeitet. Ja. Das ist eine Annahme. Mhm. Aber das Hirn lernt ja dadurch, dass es quasi eine Annahme trifft und sagt, keine Ahnung, man sieht jetzt eine Flasche und das Gehirn sagt, zu 99% ist das eine Flasche. Danke auch so für die Handbewegung in meine Richtung. Aber es geht ja darum, dass das Hirn lernt, wenn du sagst, ja, das ist richtig. Mhm. Wenn das Hirn quasi lauter Fehlinformation hätte und sagen würde, das ist zu 99% ein Baum oder so, dann kann ich ja zwar dieses System weiterentwickeln, aber es ist ja trotzdem nicht richtig. Mhm. Ich habe mich nur gefragt, wo dann der Richtigkeitsfaktor quasi mit reinkommt. Also wo. Ah, das sind eine richtige Annahme oder das ist keine richtige Annahme, dass man ja bei dem neuronalen Netzwerk, beim Trainieren des Netzwerks ja jetzt sagen würde. Genau, und zwar ist eins von beidem, und zwar. In dem Fall, dass... Ups, das wollte ich nicht. Ich verwechsel jetzt immer. Also eins von beiden sind die beobachteten Daten. Natürlich kann... Irgendwo habe ich es bestimmt aufgeschrieben. X? Ja. Okay, also X sind die beobachteten Daten. Und du beobachtest halt... Du gehst davon aus, dass du in jeder Iteration dann auch Daten wieder beobachtest. Und dadurch aktualisierst du das immer. Und wenn du eine falsche... Quasi wenn du feststellst... wenn das deiner vorherigen Annahme widerspricht, dann wird halt vielleicht die Verteilung nicht spitzer, sondern wieder flacher. Weil du feststellst, okay, ich war eigentlich auf dem Weg zu, ich bin mir ziemlich sicher, bäm, es war aber keine Flasche, es war ein Baum. Na gut, dann darf ich mir wohl nicht mehr so sicher sein. Und so wird es dann abgedatet. Ja, das habe ich nicht so gut gesagt. Ja? War das nicht auch so, dass ein gewisser Prof an der Uni oft gesagt hat, dass dieses richtig und falsch, dass es halt super schwierig ist, weil es den richtigen wahren Wert ja gar nicht gibt, sondern eben nur die menschliche Wahrnehmung. Das ist ja das, womit wir die Welt einfach messen und nach diesen Theorien basiert die halt eben auf Wahrscheinlichkeiten und nicht auf richtig oder falsch. Und das, glaube ich, einfach so eine grundsätzliche Denkweise, wie man das versteht, oder? Auf jeden Fall, aber bei den beobachteten Daten hast du doch tatsächliche Werte. Ja, aber also ich meine, dass du am Ende trotzdem nicht sagst, dass es eine Flasche ist, genau. Sondern halt ja. So eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür hast, dass es eine Flasche ist. Das mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von. Okay, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, dann würde ich noch kurz was sagen. Oh, nein, ich wollte eigentlich den nächsten Talk ankündigen. Und zwar geht es nächsten Monat um Frontend, und zwar Real-Time-Error-Tracking in Web-Apps. Was? Ups, sorry. Wir reisen in die Vergangenheit. Ja, und zwar von Tobi und Mo. Ich weiß nicht, ob die gerade hier sind. Na toll. Okay. Ich hoffe trotzdem, ihr beehrt euch wieder und es hat euch gefallen. Und dann würde ich euch jetzt entlassen in Richtung Pizza und Bier in der Küche. Vielen Dank.